Also ich bin schon mal drin, das passt schon mal. Ach, kriegen den. Von dir habe ich noch nichts bis Oh ja, jetzt. ich bin auch schon mal. Ich meine, sieht dich schon mal. Geh noch einmal rüber. Bei dir steht noch Fußball. Joe ist live gegangen mit EFC24 mehr Karriere Folge 5. Aber hier steht PS22 bei mir. Ja, hat sich, warte, ich gucke gleich mal. Aktualisiere das mal Ach, eben. warte mal. Ja, jetzt hat er es übernommen. Er hat es übernommen. Gut. Deal, deal. Perfekt. Gut. Du musst ein bisschen die Kamera von dir, wenn du dich sehen willst. Du bist ganz ziemlich bei dir in der Ecke in der Kamera. Man sieht dich. Oh. Man sieht nur das Bild. Du musst So. etwas dünner. Ja. Weil man sah jetzt nur dich so halb so durchgeschnitten. So, ich werde mal eben noch kurz Ja, mach mal. Ich mache in der Zeit schon mal. Also. die vor den Rückblick. So, dann sage ich erstmal einen wunderschönen guten Abend heute wieder zu Guten einer Abend. weiteren Folge von der Familie Guttental. Guten Tag. Folge Nummer 3. Ja, was bisher geschah? Wir hatten den Praktikanten, oder besser gesagt, den Lehrling Dennis wurde ja gekündigt. Er wurde Warum? aufgrund dessen, hatte er sich versucht, bei mir einzuschleimen. Da ich das aber abgelehnt hatte und er sollte sich bei Flo melden, hat er vor Wut am den Drescher die Scheibe kaputtgeschlagen. Darauf wurde eine Anzeige gefertigt. Was da vielleicht noch kommt, werden wir mal sehen, ob wir noch was erfahren. Ja, wer ist natürlich wieder live dabei mit? Der steht vor mir. Mein Bro, der Flo. Hallöchen! Modern, let's Ja, wie gekündigt. gesagt, also den Dings, den Dennis haben wir dann rausgeschmissen. Ja, und dann kam durch Zufall unser bester Freund und Kumpel, den wir damals in LS19 hatten. Ja, wie gesagt, er ist ein bisschen, er steht auf Männer, aber unser Freund Detlef ist jetzt da. Er tut uns jetzt erst einmal hier ein bisschen Hallo Daddy. unterstützen, bis wir hoffentlich mal jemanden wieder dazu bekommen. Ob wir noch mal einen Lehrling oder Praktikanten kriegen, wissen wir noch nicht. Lasst euch überraschen. Und des Weiteren haben wir jetzt auch eine Bürosekretärin bei uns, die Sandra. Und ja, was alles noch passieren wird heute, lasst euch überraschen. Ich übergebe jetzt aber noch mal ganz kurz das Wort an den Flo, dass er noch eben Stefan. seine Begrüßung machen kann. Und ich sage dann schon mal Hallöchen an Moin Weiße Stefan. Tiger alias Jacqueline und den Stefan. Moin Moin! Moin So, Moin. du darfst. Jo, dann sage ich auch noch einmal herzlich willkommen wir hier zurück bei der Familie Guttental. Mein Bruder Dirk hat da schon alles gesagt, wie es weitergeht. Gleich. Aber ne, wie es der Rückblick war. Moin Schwesterchen. Und jetzt werden wir gleich mal sagen, wo wir stehen geblieben sind und wo wir weitermachen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Familie Guttal. Genau. Es So, kann ja, auch wie noch gesagt, mehr Zuwachs kommen. es Lasst könnte noch euch. Zuwachs kommen, aber es können wir. Genau, lasst So, euch ja, überraschen. wie gesagt, heute ist ein Tag, leider Oma heute nicht anwesend. Die Oma ist mit ihrer besten Freundin heute auf Kaffeefahrt gegangen. Opa hat sich natürlich happy doll gefreut, dass er heute sturmfrei hat. Natürlich, was Opa heute mit den Jungs sich einfallen lässt, Oh lasst euch überraschen, es wird einiges zum Lachen geben. Und vor allem, schauen wir mal, was heute unser Detlef wieder vorbereitet hat. Denn ich denke mal, er ist ja auch wieder in der Nähe. Und vor allem, wer alles da sein wird, lasst euch überraschen. Wir wünschen euch jetzt natürlich viel Spaß und ich werde jetzt das Feld zu Ende dreschen, was ich noch als Auftrag angenommen habe. Und Flo muss mal gucken, was er macht. Ich was würde hat? sagen, Ich bin am ich bin Grubbern. weg. Ich war am Grubbern gewesen. Okay. Na, ich Ich. war Lot. Nee, du warst am Sehen. Stimmt! Grubbern hatte ich ja noch geschafft. Du warst am Sehen. Genau, Grubbern habe ich ja geschafft. Perfekt. Mit unseren Gauten schön. Ja. Wollen wir doch mal gucken, wie lange heute Flo sehen kann, ohne zu lachen. Das wird nicht lange dauern. Das bleibt auch, das geht schon. Hahaha.
Ja, hallöchen, meine zwei Jungs, seid ihr auch wieder da? Oh, wie süß. Hallo Flo, mein kleines Schnuckelchen. Oh, Und Detlef. hab dich letztens gesehen, du hast Fußball gespielt. Oh, der dicke runde Dicke hat sich da ins Loch geschossen, das sah so putzig aus. Oh, Oh. ey. Ich schon wieder meine Bresche an zu lachen. Und an eine Latte geschossen. Alle hast du die Schossen. Aber das tut doch weh, Schnuckelchen. Ja, Schwesterchen, da Saarbrücken ist so gut. Die haben Bayern rausgeschmissen aus der Mannschaft. Gute Saarbrückener. So, ich warte mal, dich die Stelle gucken, ob alles okay ist. Bis dann, Jungs. Jo, Ciao, Mokta, ciao. Dennef. Alter Schwede. Kriegst du den Drescher an? Ja, der läuft jetzt. Jetzt läuft er. Was, er kann laufen? Ich dachte, der fährt. Er fährt. Oh, ja, so. Jetzt gibt's erstmal ein kleines Schnäpselchen. Und wie auch Oh, immer ist Schnäpsel. er heute nicht da. Aber sturmfrei. Hauptsache die Jungs wackern. Will noch Ja. jemand ein Schnäpsel? Ich muss fahren, Opa. Du darfst da jetzt auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin hier unterwegs. Dann trinke ich halt alleine. Mokdad. Prost, Stefan! Ach ja, mein kleiner Stefan ist ja auch hier. Hallöchen, Stefan! Na, mein Kleiner, kommst du wenigstens ein trinken? Oh, ich soll jetzt schon trinken? Wir haben doch gerade erst angefangen, Stefan! Boah, das muss ich schon trinken. Echt? Hallo, Süßer! Oh, Stefan, pass auf, wenn Detlef das liest. Detlef? Oh, guck mal, der kleine Stefan, der Süße ist ja hier. Hallo Schnuckelchen, na? Hast du auch schön dein Handtäschchen dabei, dann können wir gleich Shopping machen. Ich glaube, deine Schwester lacht sich schon wieder kaputt. Sicher rosa. Halt, stopp zurück. Ich bin schon wieder voll. Er ist voll. So, Rohr raus. Hat Rohr raus. Ja, muss raus. Oha. Lass das Deadlift nicht hören. Oh, hör auf, ey, wo ich heute Dings gemacht habe und gesagt habe, ich hole den Hammer raus, da fing die Schwester voll an zu lachen, ey. Ich sag, hallo! Ich mein den Hammer! Die hat wieder was anderes gedacht. Ja. Man kennt sie doch. Ist ja nichts Neues. Nee. Ja, so ist das. Eins, zwei, drei Bahnen vielleicht noch. Ach nee, da hinten steht ja auch noch einiges. Ups. Hätte ich gleich wieder was Oha. stehen gelassen. Oh, der Drescher ist. Übrigens, eine neue Scheibe ist drin, ne? Ah, perfekt. Und wie teuer Hat war's? Reiner repariert. Schaden war ca. 3.000 bis 4.000 Euro. Weil die Tür war auch ein bisschen verzogen. Na toll. Ja. Aber Kann Dennis zahlen. ist alles beim Anwalt hinterlegt. Gut. Lässt du das Rohr drinne? Ah, er will sein Rohr wieder raus. Sein Mähdrescher macht sich selbstständig. Ja, der macht sich selbstständig, der fährt Rohr aus. Er fährt Rohr aus. Ja, der hat das Rohr rausgefahren, einfach so. Er fährt das Rohr La 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 la. aus. Go Trecker fahren.
Na, ihr Mumutzels. Wenn meine Bildqualität zu scheiße, hier ist nur los. Na, geht doch. Sag mir, so ist meine Bildqualität zu scheiße, aber da hat sich der Rechner schon wieder umgestellt. Sandmann, lieber Sandmann. Sicherung. Chicka-bom, chicka-bom, chicka-bom-bom-bom. So, ich hab mich dran. Hast du das Angelvideo, hast du das Angelvideo auch schon mal gesehen? Nee, noch nicht zugekommen. Wo die da alle am Angeln sind und da kommt der eine da an. Bom, chicka-bom, chicka-bom, bom, bom. Und dann fischt er, holt den Fisch raus und dann fangen sie auf einmal alle an. Bom, chicka-bom, chicka-bom, bom, bom. Du hast keinen Zugang zu diesem Land, gib gleich Haue. Rosa, tü-tü. Das ist wieder Bambi. Die Bambis, die laufen hier gerade auch voll viel rum. Flo, der ist ja voll am Sehen, den muss ich gleich auch mal sprechen. Der könnte gleich crossen, mal, dass das Cross mal wegkommt. Ah. Hey, Schlingel! Opa will nur wieder Gras rauchen, ne? Hey, Schlingel, hörst du mir mal zu? Warte mal, Funkhörer nimm. Ja, was ist, Opa? Ja, du kannst nachher mal das Gras mähen, das ist schon hoch. Da kannst du ein bisschen was für die Kühe geben, wenn du willst. Was, Opa, ein Hoch? Hey, was für eine Frechdo! Bei mir geht noch alles. Frag Oma, wenn sie wieder da ist. Oha, das wollen wir gar nicht wissen. Das Grasfeld hier vorne beim Kuchen, ne? Ja. Ja, das ist echt. Ist ja unser. Ja, das ist mich ganz schön gewachsen. Aber das kannst du ja zu Heu machen, weil die Kühe kriegen ja Heu. Und dann kannst du Heu bei ihm pressen, danach ein paar. Ja, 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 ja! Aber Heu geht's gut, aber Heu geht's gut. Morgen fahren wir wieder gut. Juhu! Rosa Tütü! Wollen wir dich anziehen? Oh Mann, jetzt muss ich den Flo mal anfunken. Opa weiß dann auch nicht mehr. Wie geht das? Hallo Flo. Hallo Detlef. Hörst du mich? Na, immer. Du, mir ist der Stiel abgebrochen. Oh. Wir kriegen Ersatz her. Im Büro. Was? Im Büro hast du Stiele? Oh, fein. Einfach die Sekretärin fragen. Okay, danke dir, Schlisa. Perfekt. Die gaute Sekretärin fragen, Detlef. Ja, mach ich ja schon. Bin schon unterwegs. Ja, jetzt hab ich einen Stiel und dann werde ich die mal einführen in das Loch und dann mit einem Nagel festmachen. Und dann müsste der Besen ja wieder reinigen. Oh, ja, komm, wir klopfen mal rein, der Link.
So, jetzt brauche ich nur noch ein Nagelchen, um den Reifest zu klopfen. Ach, Detlef will nageln. Oh, scheiße, wo ist jetzt der Hammer wieder hin? Oh, muss ich mal den Flo fragen, ob der einen Hammer hat für mich? Weil das letzte Mal hat er ja Fußball gespielt und hat er voll gegen die Latte geschossen. Hey Flöche, mein Süßer, hast du noch einen Hammer für mich? Ein Hammer habe ich in der Hose. Ach nee, das dann möchte ich jetzt nicht. Ey, was ist denn gut? Den Hammer kannst du mir heute Abend geben. Mach dir keine Strohballen. Das ist eine Mission hier, Stefan. Und bei der PS4 gibt's das ja nicht mit Stroh einsammeln. Und auf unserem Feld haben wir Ballen gemacht. Die sind sogar schon eingelagert. Und der will dann mir seinen Hammer geben und hat mir eine Hose an. Darf ich ihn mal rausholen? Nein. In der Werkstatt haben wir ganz viele große Hammer, kleine Hammer, dicke Hammer. Kleine Hammer, dicke Hammer. Alter, das ist noch niemals 20 Minuten Ich hab Pippi in den Augen. Da gibt's auch einen Hammer mit kurzem Stiel, langem Stiel. Oh, mit dünnem Stiel, dicken Stiel. Mal 200 Gramm schwer, mal 400 Gramm schwer. Oh Mann! Hier ist was los. Oh, wow, wow, wow. Kann ich dir aber gleich mal zeigen, Stefan, das Ballenlager? Ja, ich bin ja gleich fertig mit Säen, dann kann ich das wohl zeigen. Ja, weil das ist auf der Mini-Brunnen verbaut schon. Ja, sieht auch echt schön aus. Oh, la 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 la. So, ich bin gerade in der Nähe. Ich fahr mal eben kurz zum Ballenlager hin. Ja, mach mal. Bist du gerade bei mir drin? Morgen haben wir alle Muskelkater verlachen. Ja. Ja, ich bin bei dir drin. Achso, du meinst Stefan. Stefan, genau. Ich bin nicht bei dir drin, mein kleiner. Ja. So, hier. Da haben wir schon ganz viele Ballen drin. Alles full. Fast full. Viertel full. Fool, fool, fool. Stefan ist angeln, der will mich einholen. Ja, das hättest du mal gestern sehen müssen. Der holt große Fische raus, ich nur kleine Fische. Und holt dicke. Aber schön, aber keine Rose. Keine Rosa. Ah. Nein, keine rosa Tütü. Nein. Ich glaub Trecker ist voll. Oh, Trecker schon wieder fool. Hat er zu viel Whisky gekriegt? Ja, da muss ich ansetzen. Und let's go. Ich hoffe, das passt noch, den Rest. Ich habe noch 35% drin. Ich habe aber echt nicht mehr viel. War ich jetzt richtig? Ich glaube schon, ne? Weiß nicht. Oh, Jacqueline, heute Nachmittag hättest du dich auch kaputt gelacht. Oh, ich hab heute Nachmittag richtig Blödsinn gemacht. Oh je. Na komm, fahr raus. Ich weiß, du nimmst eh die Vorfahrt. Ja, echt. Immer diese Vorfahrtnehmer. Oh, ein Bambi.
Boah, ey, Trecker, die sind sowas von empfindlich. Ja, sind auch alte Trecker. Muss doch hier. Gehen der rein jetzt hier für dich durch? Hallo? Bambi kam gerade voll aus meinen Sämaschine raus. Hilfe! Ich hatte gerade eine Bambi in meiner Sämaschine. Muss ich mich jetzt Sorgen machen? Ein gesätes Rehlein. Moin, Sag Gurke! Moin, Gurke 1! Na, Bernd, wo geht denn das jetzt hier rein in das Loch, verdammt nochmal? Sind keine Haare drum. Nee, nur ein Busch! Ja, da sind doch Haare drum! Und hier muss doch irgendwo der Eingang sein, verdammt nochmal! Muss ein bisschen wühlen! Oder Heckenschere nehmen! Ja! Da findest du das Loch wieder! Hab's gefunden! Das Loch ist gefunden worden. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen schief gemäht. Schaue mir morgen dein Video an. Okay. Ja, na no, schön. Ah, nicht lachen, ich habe da Abriss vor mal gespielt. Abriss wie immer. Statt die Wand kaputt zu hauen, habe ich die Lampe von der Decke geschlagen. Weil ich war voll am Lachen, ey. Das sah aber putzig aus, ey. Bing! Huch, wo ist die Lampe hin? La la la. Rapatupatu. Ah, okay. Ich sage, ich war jetzt, lese ich mal lieber nicht laut vor, sonst kriegst du wieder Mecker. Aha. Soll ich mal rüberkommen? Ich kann es dir ja vorlesen. Ja, geschrieben war der Zwerg, nicht du. Ja, ja. Thank you for following. Danke, Gurke, für dein Follow. Hast du jetzt gerade zu deiner Schwester ja gesagt und soll dir am Arsch lecken? Nein? Ich hab nicht ja. Du hast gerade gesagt, weil ich das ja vorgelesen hab, ja. Ach so, ja. Ja. Pass mal ob. Das möchte ich sehen, sagt Stefan. Aber Stefan, dann macht der Flo das wie Detlef. Helmut. Mach dein Rohr rein. Ah, er muss sein Rohr rein. So. Gurke 1, einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. So. Und danke dir fürs Folgen. Jo, danke. Fürs auch da folgen. Ich habe jetzt leider nicht das. Ich habe jetzt leider, weil wir an der PS4 sind, nicht über Studio, sonst hat das in angezeigt. Okay. Also über das Studio-Ding zeigt er mir das, wenn jemand voll hat, zeigt er mir das an. Also bei mir zeigt das im Chat an. Mache ich das im UB? Ja, bei mir, wenn ich im Twitch Studio bin, auch. Aber mache ich das über UBS? Nö. Okay. UBS ist doof. Ja, Twitch Studio ist besser. Das Abo. Genau. Lalalala. Arbeite schneller. Hallo. Nein, der Flo sagt wieder nicht so schnell, sonst kotzt er wieder. Was war das denn? Hast du schon mal einen Bambi rückwärts in der Luft fliegen sehen? Oh. Bei mir gerade, jetzt steht's auf dem Feld. Also gerade rückwärts, als wenn du zurückspulst. Oha.
Das Reh hat wahrscheinlich auch gesagt, ich hab was verpasst. Spul nochmal zurück. So, benötigt Kalk und muss gewalzen werden. Dafür haben wir keine Maschine für, also braucht man Kalk. Kalk muss es zur Not erst einmal ein Pickback oder so nehmen, weil ich sag ja, die Maschine, wo wir das Produktionsding hinstellen, aber müssen wir mal gucken. Kalken wäre besser, wenn wir erst die abgesät haben. Ja, würde ich sagen. Das ja. Erst beim nächsten Mal. Bis dahin haben wir auch wieder was aufgebaut. Genau. So, ich stelle mal eh kurz hier meinen Trecker hier hin. Motor aus. Aber hier irgendwas zum Man. So, ich muss jetzt noch mal kurz telefonieren. Sie arbeiten ja fleißig. Da ist ja die. Ich werde mal telefonieren gehen. Also, man hört mich später wieder. Jo! Bis weiß, dass Opa jetzt schon wieder vorhat. Oha. Oha. Wenn er jetzt schon wieder am Telefonieren ist. Und die Oma ist weg. Das kann ja nichts Gutes sein. Opa am Telefonieren. Das heißt nichts Gutes. Nee. Ach, dein Schwesterchen hat gesagt, arbeite schneller. So. Scheiße, wieder. Kein die Empfang. Die soll man wieder. Hier hinkommen, ey. Ist da kein Empfang mit deinem Handy. Ich muss mal den Flo anfunken. Die kann was erleben, ey. Cheffe 2 und Cheffe 1, bitte kommen. Jo. Kannst du mal bitte zur Sekretärin reingehen? Ich habe leider keinen Empfang mit dem Handy hier in den Bergregionen. Ob wir noch hier irgendeinen Auftrag haben mit dem Drescher, ansonsten fahre ich den zum Hof zurück. Ah, ich stehe nämlich auch gerade. Warte, ich muss den Motor ausmachen. Musst du mal eben reingehen und fragen, ob sie was findet. Wir haben kein Spritzug verkaufen. Okay. Sandra ist sie, genau. Sandra, ja. Sandra? Ja? Haben wir noch Aufträge? Einen Moment, muss ich kurz gucken. Aufträge. Einen bestimmten? Am besten mit Mähdrescher. Okay, mit Mähdrescher, dann schauen wir doch mal. Weil ja, er hat gerade Mähdrescher unterm Sattel. Nein, mit Drescher habe ich im Moment nichts. Ich hätte nur einen Auftrag für euch mit Grasballenpressen. Also Ballenpressen. Sonst habe ich im Moment noch gar nichts wieder. Okay, Grasmähen, ich bin gerade am Mähen bei unserem Feld. Egal. Da war nichts. Dann kannst du ihm sagen, haben nichts. Okay, mach ich. Okay, bis dann. So, muss man wieder zu. Ach, ich gehe kurz hier zum Drecker, da ist auch eine Funke. Chef 2 für Chef 1. Ja, hier bin ich, Chef, so was gibt's? Im Moment ist nichts da. Kannst zurückfahren. Okay. Alles klar, dann fahr ich retour. Jo, perfekt. So, dann gehe ich jetzt erstmal zum Mähdrescher. Dann werden wir mal loslegen hier. Ich kann Regulasch machen, 3 Stück hier. Regulasch! Gibt's heute Abend Rehbrüller. Und let's go. Kannst du ja wenden. Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Weil ich wollte nur ihn drehen. Er liegt hin. Ich dachte schon, der liegt nicht hin. Diese ollen Bäume, die nerven, ey. Ja, dann komm, dann machen wir demnächst auch mal ein paar weg. Weil dann könnten wir nicht bis zur Hecke mähen. Wie war dein zweiter Arbeitstag gewesen? Der war sogar noch besser. Ich war beim zweiten sogar, hab ich selber gefahren. Ich hab E-Auto gefahren. E-Auto Automatik.
eingestiegen und hat gesagt, der Motor ist kaputt. Warum? Man hört nichts. Ja, echt. Das ist, da war eine Technik war da drin, ey, Alter, ey. Was da alles drin war, ey. Aber fährt sich eigentlich recht gut. Aber ich bin echt, Ich weiß, warum ich kein E-Auto haben will. Wir waren mit 88% gestartet und am Ende der Schicht, wo wir Brohle waren, war es 64% nur noch. Ja, Strom geht schnell weg. Ja. So, danke fürs Rüberschieben. Ich bin gerade rübergekommen und der Bulli, der mir entgegenkam, hat mich wieder rübergeschubst. Ist auch besser so kein Elektro. Ja, Stefan, da sagst du was. Bist du mehr am Aufladen als am Fahren? Nee, das ist nicht meins. Die deutsche Politik, die sagt ja immer noch, eine Sache kaputt und das Auto steht. Ja! Da gebe ich dir recht. Oder was hat ein E-Auto und Durchfahrt gemeinsam? Bleib flüssig. Nein. Die Angst, nicht nach Hause zu kommen. Ist das gut, ey. Na, ihr Bambis. Wenn du willst, kannst du wenden, also zu Heu machen. Ja, ich muss das mal eben. Ich muss erstmal den Drescher und den Trecker noch vom Feld drüber stehen. Der Rest Getreide noch wegbringen. Oh. Da fährt erstmal den Drescher zurück. Bares Geld. Bares Geld. La. Hi, Detlef. Der rennt ja hier rum wie so ein kleiner Hühnchen. Oh. Ach, bist gerade am Hof? Ja. Bleib doch mal, fahr doch mal zurück, du. Ja, eine ganz andere Umstellung hier. Geht der Berg hoch? Du kannst nicht weiter vom Hoch, er wird nur 3,90 Meter ausgeschaltet. Also ich dachte, er wird nur 3,90 Meter lang. Achso. Oh, da ist schon Farbe abgeblättert. Ja, ich gehe ja schon wieder näher, Mensch. Ölmüt. Ein bisschen Gras muss man haben.
Drahtleim an Zaun drüber. Zap, 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 zap. Halt, hier ist die Einfahrt. Wo willst du denn hin? Fast die Einfahrt verfehlt. Jetzt sind natürlich hinter mir wieder Autos. Oh, Bambi, jetzt fahr doch nicht. Lauf denn lieber vor mir, ey. Was gibt's Regulasch? Heute Abend. Ich und Stefan hatten gestern einen Bär. Oh. Beim Angeln. Wir haben einen Bären gesehen. Bärgulasch? Eine große Bär. Und das Geld ist überwiesen. Oh, perfekt. Ja gut, ich könnte dieses Bras, dieses Mähen mit den Dings machen, aber das sind, wenn ich das gerade so sehe, sind richtig doofe Geräte. Nee, lass mich. Wenn dann lieber mit den eigenen. Du Forst. Huch, fahr doch! Tante Helga, fahr zu! Ja, du Riebige! Junge, fährt mir Tante Helga vor den Trecker. Ja, echt. Mit dem Fahrrad oder mit dem E-Trolley? Nee, mit dem Auto. Dann schreit sie, du böser Riebel, du. Nee, du. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, komm, bieg ab. Ich weiß, du schneidest hier die Kurve. Aber merkt schon, die alten Dinger, die haben schon richtig zu kämpfen in der Bergregion. Jetzt schon wieder an. Ja. Ja, hi Opa. Was gibt's denn? Ja. So. Oh. Genius. Also, wenn du das machen willst. Okay. Naja. Aber willst du das nicht mit Flo erst besprechen oder mit? Ach, du willst ihn überraschen? Ah. Okay. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, welcher seiner war. Ja, ist okay. Mach wie du denkst, Flo ist gerade am Mähen, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Gespann hinstellen. Ja. Das ist spannend jetzt hin. Das war, glaube ich, hier ja. In dieser Bucht da, wo der Mähdrescher auf war. Ja, aber da passe ich jetzt nicht rein. Oh. Was macht der jetzt? Jupp, danke Stefan für die Info. Du hattest hier damals diesen blauen hier geholt, ne? Der steht da schräg vor der Halle. Nee, hattest du... Nee, die Fahrzeuge waren ja schon da, ne? Das war ja alles von Opa. Der hat unten ein böses Ding vor. Aha. Frag mich nur was. Lass das mal Oma wissen, ey. Dann kriegt er wieder richtig Haue. Der soll die Maschine in Ruhe lassen. Sonst bekommt er wieder 6 Monate Sexverbot. Ja, das hat Oma schon mal gebracht. Wir haben gar keinen Wender, oder doch?
Ist das ein Wender? Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Ist das ein Wender oder ist das kein Wender? Das kleine Ding hier. Das kleine Ding. Ringeldingeldingelding! Ja, ist ein Wender. Okay. Dann kann ich das gleich machen. Yo, my good stuff. Martin! Jo. Da war der Bär, hast gehört? Brumm, brumm, vorbei. Das war eine Maus. Du sollst die Mäuse auf dem Feld in Ruhe lassen. Die kennen auch nichts hier. Ja, wenn die vom Mäh wegfahren laufen. Ach so. Bambi war auch schon hier, Regulasch. Ach so. Alle lebensmüde hier. Alle lebensmüde. Die wollen gerne leben. Ich lebe. Hui. Warum steht mein Trecker da nicht mehr? Yeah. Den habe ich an die Seite gestellt. Ich dachte schon. So. Wieder Zombie. Oh, schöne weiße und gelbe Blüten haben wir auf dem Gras. Grass. Na, ihr Mumuzels. Okay. Hast du schon fertig gemäht oder was? Fast fertig. Okay. Ich hab nicht mehr viel. Du kannst langsam antrudeln. Mit dem Wender. Komm sofort. Der Forstmähdrescher, der finde ich irgendwie voll cool. Genau. Welches Jahr habt ihr geheiratet? 2016. Okay. Wow. Oh, fuck. Der lässt doch was über. Oh, toll. Blöd, Mann. Der hat noch was übrig gelassen, ey. Na. Okay, hat er was übergelassen, der böse Bub. Der Mähdrescher war ein bisschen zu clean. Hallo, du sollst nicht besoffen fahren. Dämlicher Holzkopf. So, ich fahr ein bisschen näher hier ran. So, fertig. So, aus. Weg damit. Wo jo, da in 20 alles, Jahren? Alles klar, Rainer, ich danke dir, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Dann überrasch den Jungen mal. Ei. Wo da in 20 Jahren? Oh, Opa fährt jetzt Trecker, oha. Oh Gott, ich muss mal wieder Fahrschule machen. Oha! Die Stoppschild wird einfach ignoriert. Oha! Gut, dass Oma nicht da ist, ey. Oh, schon wieder Stopp. Bremse. Ja, doch, fahr nach zu, du Hund. Na, du Hund. Schubidubidu.
Hallo. Lalalala. Hat unser Hühner schon Weizen gekriegt? Nee, noch nicht. Okay. Halt, stopp, zurück. Das können wir nachher noch machen. Lalalala. Das war, glaube ich... Ah, genau da steht der, wo dein Trecker steht. Okay. Warte mal. Ich fahre den mal kurz. So. Oh, Kerl! Hallo! Holzkopf! Ach Mann. Ja, warte, warte, ich nehm den weg. Geh doch rein, du. Dann kannst du hier das Gespann hinstellen, komplett. Genau. Habe ich, ne, warte, ich muss den haben. Nicht, dass ich nachher den hinteren abhänge. Nee, nee. Huch! Vorsicht, Dieter, steht was. Ja, hab ich schon gemerkt, ich hab schon den Rad aufgebockt. So, Motor aus. So, jetzt kann ich den. Genau, Tür zu, sonst zieht's. Das ist nicht mehr der Jüngste hier. What, no way. So. Eine Fahrt auch! Ey, mal Schluck nehmen. SOTG, Stefan. Ausrufzeichen SOTG. Hey Flo, mein kleiner Neffe, komm mal her hier! Perfekt! Komm mal her hier! Zu mir! Hinten bin ich! Ich hab Angst. Komm her jetzt! Zack, zack! Ich will erst ein Schnäpschen. Warte, ich geh erst mal zu Sandra und hol mir ein Schnäpschen. Hey, komm her, kriegst du gleich von mir hier, komm! Oh ja. Fuß. Oh ja, hab Opa Schnäpsle! Der selbstgebrannte Schnäpsle! Komm! Komm, Bruderherz, ich bin auch hier! Selbstgeschnäpsle! Opa hat uns beide hergerodert. Hier. Oha. Dann müsst ihr das Glas nehmen. Oh ja. Sehr schön. Prüß! Aber nur den einen kurzen. Ja. Ich sag mal auch mal, Prüsterchen. Prüß! So, Flo, weil du ja jetzt die Verantwortung für den Hof ein bisschen hast hier. Und ja, ein bisschen mehr auf wegen Lehrling und so. Habe ich mit Oma gesprochen und sie war mit einverstanden. Ich habe was für dich. Mach mal die Tor 3 auf. Tor 3. Nein, 3 ist hier hinten. Das ist 1. Der Schnaps wirkt schon bei ihm. Ja. Wow. So. Und guck mal auf das Kennzeichen. Ein Landini. Und guck mal aufs Kennzeichen. Ich krieg einen dicken. Also FM heißt Flo Mappen. Und dann euer Hochzeitstag. Ich krieg einen dicken. Ja. So. Das ist dein Trecker ab sofort. Hier ist der Schlüssel. Jo, danke, Opa. Und ich hoffe, der gefällt dir und du kannst in der Weile rumfahren mit. Ja, dann, Bruder, ich mach mal eine Probefahrt. Seh mal zu. Ui, der Landini hat einen geilen Sound. Hat doch ein bisschen mehr PS. Einmal rumfahren. Hallo, nicht. Hallo. Oh, Jacqueline, ja, mach ich, warte. Flo? Ja? Ich soll dir eben von deinem Schwesterchen sagen, ihr Tablet hat wieder keine Internetverbindung. Boah. Soll ich Unfall. Dir eben Bescheid geben? Oh, Stefan! Nichts verraten! Mann! Der macht schon wieder Unfälle hier! Neues Gerät und gleich kratzen! Leute, ja.
Du bist ja einer, ey. Ein geiler Landini, ich krieg ein Ding. Ja, ich wollte mal eben kurz gucken. Ich spiel jetzt Pause. Ja, ich will mal eben gucken, was die Steinproduktion kostet. Das Schnaps wird. Was redest du da? Ja. Ich will mal eben kurz gucken, was die... Nee, doch nicht. Aber brauchen wir ja nicht. Wir haben ja hier den hier. Die was denn? Ladewagen. Hier, meine hier... Du meinst, Dings hier. Das kannst du ja noch nachrüsten für Notmal. Aber wir haben ja also den guten hier. Ja. Ich finde den einfach nur geil. Den Teleskoplader. Und Opa hat gesagt, einen Trecker dürfen wir dafür verkaufen. Welchen wollen wir denn loswerden? Sollen wir... Also einen könnten wir wieder... willst du den... ich würde sagen, dann tu... Mein alten hier. Wo ist er überhaupt? Den alten... Dann... Wo ist er denn jetzt hingefahren worden? Der blaue, der steht hier drinne. Der steht da. Ah, da. Dann fahre ich den mal zu Herbert. Herbert war damals in der 19er. Ja, dann bring ihn weg. War ein guter Preis, ne? Jo! Ja, die erste neue Errungenschaft. Nee. So, ich tue dann schon mal wenden. So, dann fahren wir mal eben zu Rainer. Ach, wir brauchen ja noch, dann machen wir da einen überhaupt? Ich guck mal eben. Soll ich was holen? Ja, ich muss mal gucken, sonst musst du gleich mal mit Rainer verhandeln. Ja. Weil wir müssen das ja wieder in Schwatt legen. Ja. Haben wir denn da überhaupt was? Oh, Bambi wollte, läuft mit mir hinterher nebeneinander. Oh. Bambi läuft links, ich fahr rechts. Das Feld ist ja nicht, unser Rasenfeld ist nicht groß, ne? Das geht bis hinten zur Straße. Ja, ich meine, jetzt reicht uns, wenn wir mit ein das machen, ja, ne? Ja, das reicht ja, locker. Dann gucke mal, fragt mal Rainer nach, ob er den Pöttinger noch hat im den Angebot. Pöttinger, Top 342, Schwader. Okay. Aber den bauen wir nachher noch. So, dann fange ich schon mal an zu wenden. Wow! Hab's ihm ausgerichtet, Jacqueline. Jo! Alles gut! Hatte ja gestern schon Internetprobleme. Ja. Das war knapp. Ja, Andi, das stimmt. Das war knapp. Moin, Andi. Na, Andi, grüße dich. Oh, warte mal. Das versuche ich jetzt. Das will ich jetzt testen. Oha, er testet. Ja, den kleinen Johnny bringe ich jetzt an den Schwader. Müsste eigentlich funktionieren. Ja. Oh, da habe ich mich erschrocken. Okay. So, da muss ich hin. So. Wenn bei dir kommt. Moin Rainer. Bei uns kommt heute noch ein Unwetter. Kann sein. Also bei uns ist im Moment sehr, sehr stürmisch. Und Flohn sagte ja schon, es sollte über Nacht auch bloß so bleiben. Ja. Wir haben Regen, Vorwarnung. Boah. So, Rainer, was meinst du? Ja, moin! Was kannst du denn tun, mein Freund? Wir wollen den, diesen Trecker, ach, diesen, ja, diesen Trecker verkaufen. Was bietest du? Warte mal, ich guck mal eben. Nee, da will ich gar nicht hin. Da will ich auch gar nicht hin. Namen die zwei. Bin kurz da und auch schon wieder weg. Im Bett ruft. Meine Frau wollte den Opa mal wieder hören. Ah, ja! Okay. Da war eine gute Nacht, Andi, und Gruß an deine Frau, ne? Und schöne Grüße an Nicole. Jo! Ja. So, du wolltest den Lizard loswerden. Genau. Verkaufen, möchtest du den verkaufen? Also ich guck ihn mir gerade so an, ja. Also der hat ja noch nichts groß, also. Genau. Ja, also Zustand. Im Handel ist er so bei 26.000 bis 27.000, aber da er schon ein paar Gebrauchsspuren hat, ich biete dir 26.984, einverstanden? Ja, okay, komm. Ja, okay, dann nehme ich dir in Zahlung. Danke. So, hast du noch diesen Pöttinger?
Pöttinger, ja, was für Pöttinger? Schwader. Ja, da muss ich mal gucken, warte mal. Danke, Stefan, gleich halt. Jupp. Wo war die Schwader denn? Bin Schwaderchen. Was ist der Schwader? Ich dachte, Flug, Schwader. Nee, Schwader brauchen wir. Da. Ja, den habe ich noch. Der kostet, sagen wir mal, 7. Ich gebe ihn euch für 5,9. 5,9. Warte mal kurz. Chef 1 an Chef von Chef 2. Ja, ich höre dich. 5,9. Soll ich nehmen? Für so einen kleinen Schwader? Ja, Pöttinger. Ja, okay, ja, weil er hatte ja irgendwas gesagt, sollte eigentlich 7.000 kosten. Oh, nimm ihn. Ja. Kannst sagen, ja, ist okay. Okay, Rainer. Soll er das Geld wird überwiesen? Jo, sag ich. Rainer, machen wir. Okay, dann stelle ich dir den bereit. Soll ich da irgendwas noch machen mit? Nee. Ich kann ja sowieso nichts machen. Okay, danke. Hab ich dir nicht die Rechte gegeben? Nee, ich meine, noch was ändern. Ändern kann ich da nichts, das meinte ich nur. Ändern kannst du nicht, aber kannst du kaufen. So, gekauft. Hast du ein Fahrzeug noch da? Oder musst du was ein Fahrzeug haben? Ich spring mal kurz zu der Neuerrungenschaft. Okay. So, Fahrrad wollte ich nicht. Da ist er. Der Landini, der holt jetzt was ab. So, let's go. Holen wir aber den Schwader ab. Wieder eine Neuerungschaften. Da fährt einer weg. Warum fährt da einer weg? Achso, der in Halle. Ne. Bip, bip. Wow. Der hat das schon in Schwatt gelegt, aber naja, gut. Ja, das ist der Forst. Muss trotzdem noch ein bisschen aufgemotzt werden. Ja. Das hat der Forst halt. Wow, hallo. Wenn er einmal abgeht, dann geht er ab. Ja. So, da sind wir schon bei Rainer wieder. Moin, Rainer. Ich hol ihn ab. Jupp. Steht hinten am Hof. Jupp. Schranke geht automatisch auf. Und wie gefällt dir dein neues Teil? Oh ja, richtig gut. Ja, Opa hat schon gesagt, auch verrat dein Bruder nichts, der sollte nämlich auch noch einkriegen. Jo, ich sag nicht. Ist aber noch in Bestellung. Jo. Ach, du meinst hier hinten in der Ecke, ja. Genau. Muss ich jetzt da lang? Da muss ich jetzt lang. Ah, da geht's nach Ehrengrund. Jetzt muss ich da lang. Und gib Gas. Ne. La la la. Ich veranstalte hier gerade Stau, ey. Hallo, ich kann nicht so schnell fahren. Jetzt hört mal auf die Hupen, ey. Mein Gott, ey. Immer diese dämlichen Hupen, ey. So. Aber der kleine Johnny, der macht das gut, ey.
Und nie gedacht, dass der das schafft. Oh, cool. Aber der Schwader ist ein... Also der Trecker ist für den Schwader ein bisschen zu groß. Ich hänge den an den Kleinen dran. Ja. Den hänge ich da jetzt erstmal ab. Packe ich den Trecker erstmal weg. So, der kommt weg. Der wird wieder schön hier eingepackt. Packt den mal hinten rein, weil er dann kann. Jo, Stefan, danke für die Info. Jo, danke. So, dann nehmen wir den letzten alten Trecker. Für den aber dann auch behalten. Den lass uns doch behalten, wenn. Ja, den Dings können wir behalten, ja. Ja. Da kann ja der Hofschlepper bleiben. Genau. Der hat einen richtig geilen Sound, nämlich, ey. Ja, ist richtig. Da lang. So. Oh. Ja, ich warte erstmal, bis er ein bisschen was gemacht hat. Dann striegel ich. Haben wir so einen kleinen Anhänger? Warte mal, haben wir so einen kleinen Anhänger? Vielleicht kann ich ihm widmen. Okay, da ist schon was drin, Mist. Mist, wir haben nur die Anhänger. Dachte ich, wir haben noch so einen kleinen zusätzlichen Anhänger, dann hätte ich ein bisschen Weizen geholt vom Viehhändler für die Hühner. Gut. Egal. Weil in den kleinen Anhänger ist schon Steine drin. Also musst du mal gucken, ob sie so ein Pickpack haben. Für die Hühner zumindest erstmal. Motor aus, guck ich mal hier. So, was haben wir denn hier für Big Bags hier? Da war leider nix. Für die Hühner Kalk, Fertilizer, Dünger, Kalk, ne. Kein Hühnerfutter? Schade, kein Hühnerfutter. Ich glaube, dann kann ich gleich starten, ne? Wenn du jetzt da weg bist. Dann starte ich hier schon mal. Ja, ich fahr ja schon weg, mein Gott. Dann fahr weg, komm, fahr! Und grins nicht so frech. Gut, da kann ich einmal rumfahren.
Ich finde den Johnny so geil. Der hat einen geilen Sound. Ja. Und dass er das Wetten schafft, ey, das ist cool. Ja. Ja. Fährt mit 16 km/h. Cool. Danke Stefan für das Motto. Jo, genau, danke Stefan. So ist es nämlich. Das Motto ist das A und O. Dafür stehen wir. Wenn er einmal Schwung hat, dann gibt er Vollgas. Ja. Warte. So. Stefan, schreibst du mal kurz Pause rein? Ich muss ihn jetzt mal ganz regulieren. Oha. Schnell Pipi-Box. Ich glaube, wenn du Box musst, kann es auch gehen. Also, ich mache eine kurze Pause. Ich bin sofort wieder da. Ne, ich muss noch nicht. Schon wieder am Packern. Ja, ich bin wieder da. Jo, Webe.
Warte mal, ich wollte mal eben, bevor wir weitermachen, mal eben schnell was gucken, weil ich glaube, die Kühe kriegen ja auch Gras. Oh Mann. Da spielt dein Pause. Warte mal, ich glaube, dein Schwesterchen ist bei mir auch nicht mehr da. Die hat wohl wieder richtig Probleme. Ja doch, angezeigt wird sie noch. Oh, das bläst aber auch gewaltig draußen. So, warte mal, ich guck mal eben bei die Kühe, weil wenn die nämlich auch Gras noch kriegen, die kriegen auch Gras. Hm. Heu haben die schon, wo haben die denn Heu hergekriegt? Okay, warte mal, dann muss ich erstmal einen Anhänger voll Gras sammeln für die Kühe. Ich fahr mal den eben zur Seite. Kannst du das noch fertig machen? Genau. Oh, die Glocken läuten. Oh. 12 Uhr Mittag. Danke, Stefan. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gibt's was zu lachen. Denk mal, den kann ich voll machen und dann kannst du den ziehen. Weil dann welchen Hochstart da machen. Okay. Oha. Der zieht das Ding wirklich. So hab ich das doch nicht falsch berechnet. Ich liebe das, mit solchen kleinen alten Maschinen zu arbeiten. Ich finde echt geil. Gut nachgebaut, muss ich sagen. Weg. So. So, da kann der nämlich schon mal in die Halle. Liter hat der Nahrung. So, das ist jetzt wieder. Finden wieder das.
Und sind die Kühe voll? Ja, die Reste tun wir Ballen pressen. Von den Gras machen wir auch ein paar Grasballen. So, jetzt mal gucken, wo wir die gleich lagern. Und du erstmal die Presse raus. Vorsichtig. Schön in die Halle reinfahren. Die schöne alte Operpresse. Ist denn wirklich kein Dings? Hühnerfutter? Nee. Doch. Doch? Ja, Pickbacks, Paletten. Ah. Unter Weizen, da sind die Hühner drauf abgebildet. Aber ich sehe gerade, da ist was drin. Die haben auch sowas. Okay. Ja, das ist ja gut. Warte, ich guck mal eben auf die Tiere. Ja, die haben Futter. Die haben schon bekommen von uns. Ja, stimmt. Ich glaube, da hatten wir eine Palette geholt. So, ich muss jetzt mal was zu trinken einfüllen. Oh, ich hab nichts mehr. Prost! Prost, ne, ich muss das einfüllen. So, dann mache ich jetzt erst diese Grasballen und dann kannst du die Grasballen schon mal aufheben. Yep. Düt. Jo, Prost, Stefan! Jo. Opas Ballenpresse, der piept sogar. Wenn er und heute keine gute Beißzeit. Oh, das ist schlecht. Ballenpresse piept sogar. Ja, erster Ballen liegt schon. Zweiter Ballen liegt auch gleich. Dahin, du. Heute ist ein arbeitsreicher Tag hier. Piep. Piep, piep. Aber bitte mit Piep, piep. Das ist Opas alte Ballenpresse noch. Die piepst noch. Aber die funktioniert noch richtig gut. Jo, alles klar, Stefan, bis gleich. Jo, bis gleich, Stefan. Piep, piep, piep. So. Da hinten liegt noch einer da hinten. Der ist da erst rausgefallen. Ganz hinten. Wie kann ich das jetzt Ballen abladen? Reingucken in den Motor. Ah, mach das mal zu. Leute, kannst du aufmachen. Klappe zu.
So, dann fangen wir an mit Ballenpressen für Heu. Ja. Tür zu. Trecker-Tür zu, es zieht. Nein! Runtergefallen. Oh Mann! Wenn es mal schief geht, dann geht's richtig schief. Ja. Geht doch. Willkommen zurück, Stefan. BB Stefan. Super sagt gerade, ihr sollt mal was trinken. Okay. Hast gehört, Flo? Jo. Aber ich muss ja auch, einen Pipi-Pott. Ich trinke gleich was. Ich bin gleich wieder da. Aber kurz reinschreiben. Okay. Danke. Bis gleich.
So, Prösterchen, Stefan. Ach ja. So, wieder da. Willkommen zurück. Jo, danke. So. Alter, ey, sag mal, geh! Geh doch da, Mann! Leck mich doch an. Wir haben heute in der Arbeit 20 Meter Rohr verlegt. Ui. 20 Meter Rohr? Danke, Stefan. Aber ich habe ja vor uns, ich habe ja gerade noch gehört, Stefan wollte sich noch auf den Weg machen und mir Knusperflocken bringen. Ah, okay. Knusperflocken? Mit Schoko umrandet, oder? Ja, sicher mit Schoko. Ja. Gaute Knusperflocken. Sind sehr gut, ja, das kann ich mir vorstellen, du ärgerst mich ja immer gerne, ne? Das ist ein Heuball ja. Davon. Genau. Dit. Ja, ich muss den Schwader, den Ender gleich noch da hinten wegnehmen. Alles gut, der stört nicht. Der ist nicht im Weg gerade. Okay. Das kann ich auch gleich machen. Der steht da gut. Steht da im Echt, steht ja auch ab und zu mal so ein Schwader mitten auf dem Feld. Habe ich auch schon öfters gesehen. Oder einfach ein Grubber. Düt. Mach die Klappe zu beim Drescher. Es zieht. Okay, das Lager nimmt alle Ballen, ne? Jo, perfekt. Also Grasballen sind auch drin. Ja, ist gut, Auto. Hör auf zu hupen und geh mir nicht auf den Sack. Opa macht jetzt Mittagsschläfchen, hat sich hingelegt. Ja, also die Jalousie unten bei ihm ins Zimmer. Ja. Detlef läuft gerade durch den Kuhstall, habe ich gesehen. Der ist ja gerade am Fegen. Guckt aber auch, ob die Tür alles in Ordnung ist. Das finde ich ja cool, dass das Lager alles nimmt. Oh, Prösterchen. Prost. Ich mein dich. Prost. Da ist gerade ein. Da sind gerade zwei Bambis hingespawnt worden.
Opas Ballenpresse macht echt gute Arbeit. Na, ihr Bambis. Ihr seid auch ganz schön lebensmüde, ne? Noch kurz vor dem Trecker vorbeifahren. Die Bertha guckt gerade über den Zaun, als wie so, oh, die machen Heu für uns. Ich krieg den Ball nicht wieder runter. Alter, echt jetzt? Oh. Jetzt. Ah, ich hatte ihn falsch gepackt. Diesmal kann kein Tonbug passieren mit meinem Controller. Danke für die Info, Stefan. Nee. Weil ich den weißen hab. Und der ist recht, der ist noch nie lange neu. Nee, ich sag ja, das war ja hauptsächlich nur, wenn du dich bewegt hattest mit dem Ding. Dann warst du auf einmal so. Dann war das noch der ganz alte, der ganz erste. So wie das bei mir damals war. Ja. Ihr sagtet, irgendwas stimmt mit den Controllern nicht. Ich hab jetzt nagelneue zwei Stück. Oh. Die alten benutze ich bloß mal, wenn ich so alleine spiele. Zum Spielen gehen die ja bloß zum Quatschen nicht mehr. Ja. Da ist er am Ballen. Aufladen. Gauter Heulball. Ich hoffe, du siehst die Ballen in der Nähe von den Bäumen. Ja, hier vorne bei dem Kuhstall am Rand ist auch noch ein bisschen Heu. Da ist nur eine halbe Bahn. Haben wir Dünger da, ja, ne? Dünger haben wir, ja. Dass wir hier auf das Grasfeld nachher ein bisschen Dünger ballern. Umso mehr Ertrag haben wir nachher wieder. Genau. Aber nicht im Zwergdünger geben, sonst wird er wieder größer und passt nicht Christian in mein Haus mehr rein.
Dein Schwesterchen will wieder frech. Ja, immer diese Frechen hier. Die haben sich definitiv, die beiden haben sich definitiv abgesprochen. Frech hier. Ja. Ganz schön frech. Da muss ich immer mal Popo kriegen. So, habe ich jetzt alles angesammelt? Ich glaube schon. Halt, da. Da ist noch ein Punkt. Da, da ist auch alles. Hier liegt noch was. Ja, hier auch noch. Ich steh grad drauf. Muss ich kurz warten. Da, wo mein Hinterrad ist, da liegt noch eine Bar, ne, bisschen. Oh. Gesundheit. Danke. Oh, ich muss schon schnell, Headset hochschieben. Oh, ich konnte nicht so schnell mehr. Oh. Jupp. Ah, da. Jupp, weg ist es. So, jetzt habe ich glaube ich alles. Na, da ist noch was. Lässt er schon wieder nicht los? Warte. Ja, er lässt schon wieder nicht los. Und die Gabel schon wieder so blöd. Irgendwie packt die auch nicht so richtig. So, jetzt hat er abgehakt. Da nicht.
Er lässt nicht los. Er lässt nicht los. Toll. Ah, was jetzt. Los, du Hund? Wenn ich die zwei gleich drauf hab, kannst du wegbringen, ne? Okay. Aber dann, mehr geht da ja nicht drauf. Einfach wieder nur einen Trigger reinfahren. Mhm. Ja, ich hab die extra am Hänger abgeladen, weil dann ist das nicht so weit. Motor anstellen. War ein bisschen hoch. Der Kaffee macht Spaß. Hey, da kommen sie, da liegen sie schon, unsere schönen Heubein. Stopp, zurück ein bisschen. Bisschen noch. So, jetzt. So, kannst du auch geradeaus fahren. Boah! Der Hänger steht schief. So, dann mache ich jetzt erstmal wieder das dran. Also Leute, keine Angst, ich bin noch da, bloß ich konzentriere mich hier jetzt gerade ein bisschen. Aber Flo weiß auch, wie schwer das ist hier mit den Ballen. Oh ja. Aber wir wollen ja halt ein bisschen realistisch machen. Genau, realist real. Gott. Wow. Nee, alles gut. Jo, wird genug. Noch höher. Ja. Und weiter, 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 weiter. Stückchen noch. Stückchen weiter rein. Stopp. Jo. Und weg. Perfekt. Die Steuerung hier an mit den Controllern ist ein bisschen schwerer als die mit dem PC. Da stelle ich mich schon mal hier hin. So müsste es sein. Da müsste klappen. Aber ein bisschen zurück. So, jetzt.
Du lässt sie wieder runterfallen. Ja. Ja, ich kann ja im Trecker ja nur alle. Ich habe immer das Glück. Kenne ich. Das habe ich auch meistens immer. Manchmal. Dann habe ich die gerade drauf. Meine ich, dass ich die runter habe. Und dann auf einmal, bäm, hole ich die anderen auch raus. Runter, ey. Oh, alle ja, wieder nochmal drauf. Deswegen schnalle ich die immer am besten nochmal von unten an. Jo. Weiter. Weiter. Ah, stopp. Und jetzt runter. Passt. Zack. So. Zwei Beine kann ich noch auf den Hänger kriegen. Ups. Daneben. Junge, was rennt für Bambis rum? Stopp. Ne, passt. Hallo. Ups. So, jetzt kannst du was machen. Ja, warte, ich mach mal eben. Ja, die ersten beiden wieder. L3. Ne, der braucht nicht. Ne, der braucht ja nicht, sonst krieg die ja nicht hin. Genau. Wisst ihr? Da wäre das Malheur schon passiert wieder. Noch ein bisschen hoch. Noch höher. Ja, weiter, stopp. Lass runter, stopp. Ah! Pier. Und abhängen. So. Dann haben wir die nächsten 8 Ballen. Hat der einen geilen Sound, ey, der Johnny. Oh, der Fliegerbereifung hat der, cool. Das ist ganz normale Bereifung, Bro, ja. Stell mir mal hinter den Bahn. Ein Stückchen noch. So, jetzt. Geht das? Ab in die Büsche. Hoch, Bitcoin, ja, jetzt rein. Warte. Bitcoin genau. Hey, hallo. Ah, ich sehe nichts mehr. Ja, reicht. Wow. Ich hab's geahnt. Das kenne ich. Das hab ich so oft schon mal gehabt, ey. Ja. Dann ist ein Ball wieder runtergepurzelt, ey. Ballad erstmal die Beine, den einen mache ich gleich. Ja.
Teleskoplader ist einfach nur geil. Ich arbeite gerne mit solchen Dingern. Der rutscht auch schon wieder der Ball in der oberste. Das ist so scheiße dann, ey. Wenn der dann auch noch wegrutscht wieder. Jo, geht. Pass. Der müsste jetzt halten. Oh, guck mal, hat sich passend hingelegt. Blup. Dann warte ich noch kurz. Mach mal eben kurz. Mach mal eben kurz drum. Aber geht. Wollte gerade sagen. Der liegt gut hier. Ich dachte, der wäre andersrum. Gestochen. Ja. Jo, weit. Weiter, Stecke noch. Stopp! Und runter. Ah, genau, runter und weg. Ja. Passt. Perfekt. So, gute drauf. Ja, zweimal muss noch fahren. Ja. Jetzt gleich einmal, dann noch einmal, dann sind wir durch. Dann haben wir fertig. Da haben wir aber richtig viele Heuballen, muss ich echt sagen. Ja, da kam richtig gute Heuballen raus. Wir müssen bloß beim nächsten Mal, wenn das Gras wieder soweit ist, mal Gras noch ein paar machen. Grasbahn. Ja, oder erst Grasbahn und dann Silage, genau. Oder wir haben vielleicht irgendwann mal noch ein Grasfeld. Aber wer weiß, Stefan, ich guck sofort. Haben wir in der Nähe irgendwas? Da sind wir gerade. In der Nähe haben wir Feld 15, ist auch ein Grasfeld. Wie viel kostet das? 100.740 Euro. Das kostet 125, okay, das ist auch größer. Und schaut mal nach Detlef. solange sich Detlef nicht meldet, geht's ja noch. Ja. Der ist gerade richtig fleißig am Arbeiten da hinten. Also Feld 50 kostet nur 100.000 Euro und 47 Cent. Okay. 100.740. Genau. Kann man nicht meckern. Oh ja, ich muss weiter. Ich muss einmal zu diesem Bahn. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin. Zu dem Bahn. So, bisschen noch. Warte. So, Detlef, jetzt übernimmst du mal. Oh, ich darf auf das Teil. Oh, geil. Jetzt darf ich mal. Oh, wie kriege ich das hin? Oh. So, jetzt muss ich den da drauflegen. Huch, jetzt habe ich das große dicke Ding angefahren. Oh, hier liegt doch Heu. So, jetzt legen wir ihn drauf. Oh. Rausziehen. Ah, siehst du, da liegt noch Heu. Ja. Hier die ganze Tür dran. Ja, was sieht man so schlecht, ne? Ja. So, jetzt führe ich ihn ein, guck, ob ich richtig reinsteche. Und schießen. Oh, jetzt einführen. Einführen? Oh, ja. Du kannst ihn einführen. Oh, jetzt. Er jetzt hat eingeführt. So, und pack den gleich mal hier sofort hier drauf, Detlef. Ja, Chef. Oh, draufpacken. Detlef! Oh. Jetzt wär's gleich schief gegangen. Oh, Detlef, ey, du hast mein Herz. Yes, Mann. Sorry, ich hab grad was Hartes in der Hand, Mensch. Aha. Der Knüppel ist halt so hart. Na, nicht so weit, weil du kannst den hier gleich hier drauf packen. Genau.
Mach mal runter, Detlef. So. Und jetzt kannst du den packen hier drauf, dann kann ich den wegbringen. Hallo. Hallo. Stefan lacht. Oh, jetzt warte mal, ich mache jetzt ganz langsam runter und dann führe ich ihn ein. Oh, nee, ey. Oh, jetzt einführen. Oh, zack, drin ist er. Jetzt habe ich Flo gespielt, wie beim Fußball, eingeführt. Eingeführt. Ah. Stopp. Oh, lass, genau. So, Flo, ich fahre mit dir wieder zurück. Ich übergebe dir, das kann ich nicht so gut. Ja, okay, mache ich weiter. Gut. So, er fährt jetzt mit dir zurück. Ja, dann lasse ich dich mal eben beim Kuhschau raus. Hey, Schnickelchen, fährst du auch über den Hügel? Da setze ich mich auf deinen Schiss. Nein. Ach komm schon. Nein. Zeit. Danke. So, ich lasse dich jetzt hier in den Kuhschau raus und dann kannst du weitermachen. Weil okay. Gewächshaus haben wir leider noch nicht in Betrieb genommen. Nee. Ich weiß, Detlef, du machst das Gewächshaus sehr gut. Ich weiß das. Ja, müssen wir ein Wasserfass holen. Ja. Wasserfass holen und was. Die gehören uns doch, glaube ich, auch. Warte mal, ich guck mal eben. Die beiden Gewächshäuser sind ja auf unserem Hof. Ja, ja, weiß ich. Ja, müssen wir ein kleines Wasserfässchen holen und ja. Ruf Rainer an, bestell Wasserfass. Okay. Und dann müssen wir bloß mal gucken, wo wir Wasser herkriegen. Dann mal kurz Rainer anpiepen. Warte mal, wo haben wir den Rainer? Da er. Ah, da haben wir den Rainer. So, ja, zack. So, und einmal anrufen. Fahrzeughandel, Rainer Hochmann hier. Was kann ich für Sie tun? Ja, moin, Herr. Wir sind hier die Golden Bauern. Moin, Flo. Jo, was wir wollten wohl gerne ein Wasserfass, bräuchten wir wohl, für unseren Gewächshaus. Ein Wasserfass, was warte mal. Was hast du da für ein Angebot? Muss ich mal eben kurz im Internet gucken, einen Moment. Jo, Mokdad. Mach einfach auf laut. Da hätte ich einen Joskim für euch. 7000, oh, Joskim. 7300 Liter, kostet 9,5. Ja, ich bin gerade hier neben ihn. Warte mal kurz, ich klopfe mal kurz. Was ist? Warte mal, ich mach mal laut. So, Rainer hat einen Joskin. Achso, ein Wasseranhänger. Genau. 7,5 war das, ne? Rainer? Jo, ja. 7,3 Liter kostet. Und das kostet eigentlich 10, aber ich gebe ihn euch für 9,5. Für 9,5? Ja, dann machen wir ihn fertig, Rainer. Okay, muss nur einer einen abholen. Jo, das kriegen wir hin. Ich schick Flo vorbei. Ich komme mit einem guten Trecker hinterher. So, ich mach den Motor aus. Steht da, wo du den Grupper den Dings weggeholt hast. Da steht er wieder. Perfekt. Da musst du bloß mal nachher gucken, wo du Wasser herkriegst. Jo. Da auf der Karte irgendwo ein Wassertank steht. Ich mache derzeit weiter. Jo. Gut, dann warte mal. Ich mach mal eine Karte auf. Ich glaube, hier war irgendwo so ein Wasserding. Bei uns in der Nähe vom Hof. Ja, ich guck gerade. Irgendwo war doch hier, wo ist denn hier am Bach? Entschuldigung. Irgendwo war ich im Wasser. Irgendwo war ich im Wassertricker. Das weiß ich. Das war eine Ratte. Ah, Motor aus. Geht gleich weiter, ihr Lieben. Ich gehe mal kurz nach dem Wasserdings gucken. Aber ich hatte das hier irgendwo gesehen. Da geht der Wasser. Hier irgendwo muss ja so ein kleiner Bach sein und da konntest du Wasser tanken. Geht ein kleines Bach runter, dann wirst du wieder munter. Da haben wir hier einen Wassertrigger bei uns, glaubt nicht, ne? Aber nicht hier. Also auf unserem Hof habe ich jetzt keinen Wasserträger gefunden. Nee, ich bin gerade nochmal beim Hof, ich guck gerade. Wasser. Ah, der rote Van wieder, ey. Der so ein bisschen brutal ist, ey. Das ist der böse Hermann, ey, mit den roten Wellen. Der böse Hermann, ey, der fährt hier mit seinem Van rum. Mit seinen roten. Warte, kann ich den einmal nehmen? Aha.
Also wenn du mit einer roten Van, wenn du einen roten Van siehst, das ist der böse Hermann, aufpassen, ne? Der fährt dir gerne ins Trecker rein. Der hasst Trecker, der hasst Bauern. Okay. Nichts. Cool, wir können sogar hier einen Eimer benutzen. Ja, cool. Nee, hier muss irgendwo ein Wasserdings, muss ich gucken, irgendwo war hier. So. Das höre ich doch hier. Hier ist doch guck Wasser. So. Mal kurz gucken. Da. Wollen wir irgendwo? Ja, da bist du. Ich guck gerade, ob man hier ranfahren kann. Ja, genau, wenn du mal genau auf diesen Weg dahin läufst, da vielleicht. Da ist eine Brücke, das ist eine Brücke. Genau. Oder wenn du, nee, nicht auf der Insel, sondern, weil auf der Karte ist, ist da so ein Weg in den See hinein. Genau, schwimm mal darüber. Ja, und jetzt geradeaus. Da. Ich glaube, hier kannst du Wasser holen, ja. Okay, dann komme ich dahin. Ist auf dem Weg. Dann ist das ja auch. Musst du einfach mal rückwärts ranfahren und testen, ob du füllen kannst. Ah, ich habe mich ja falsch abgebogen. Ich habe rechts abgebogen. Ich musste links abbiegen. Ah. Soll ich hier stehen bleiben oder findest du es so wieder hin? Ja, ist ja, bei unserem Hof in der Nähe. Ja. Ja, ist nur die Frage, wo ist die Einfahrt? Wo ist die Brücke? Ach, die Einfahrt ist da vorne, sehe ich gerade. Da müsst ihr einmal ganz rumfahren. Ich glaube, die Einfahrt ist hier vorne an der Straße. Hm. Recht, wenn du beim Hof lang eierst. Fast am. Nee, du musst am Hof vorbeifahren. Ich glaube, die Einfahrt ist hier. Jo, hier ist die Einfahrt. Ja, ich fahre gerade auf dich zu. Jo, ich sehe dich schon. Hier ist die Einfahrt. Ah, jo. So, dann musst du hier links rum und da hinten ist dann der Runtergang, wie ich. Okay. Lass mal gucken, ob du da Wasser tanken kannst. Schauen wir mal. Ihr Zuschauer. Hier Fußgänger, ey. Ah ja, da ist der Weg. Das ist eigentlich die einzigste Wasserquelle, die ich hier kenne. Mhm. Dann fahren wir mal rückwärts rein. Ente, bist ruhig, sonst hol ich Stefan, der angelt dich raus. So ist es. Und da gibt's Entenbraten. Und, geht? Warte, ich... Jo, ich kann! Sehr schön. Dann perfekt, also... Da holen wir Wasser. Mal, da wissen wir schon mal, wo wir Wasser herkriegen. Ja, Mann. Nicht mehr angeln. Nee, Enten schießen. Genau, Entenbraten, Stefan. Gaut Entenbraten. Opa macht bis ca. 14 Uhr Mittagsschlaf. Dürfen wir ihn nicht stören. Ah, da hat er da wieder ein Schild hingehängt. Ja. Ja, das war klar. Das ist Opa halt. Ich habe aber gesehen, der hat einen Zettel an die Tür gehangen. Hinten auf der Terrasse nachher ist was für uns. Ich schieße, ihr kocht es. Jupp. Jupp, kein Problem. So, dann füllen wir mal unser Gewächshaus mit Wasser. Wie viel haben wir denn? Zwei oder drei? Ich sehe jetzt hier nur zwei. Ja, musst du mal gucken, was du reinmachst. Ja. Ich muss da rückwärts mal kurz ranfahren. Da steht auch gerade der Steineanhänger. Gerade ein bisschen... Nicht gut, ey. Aber ich glaube, das kriege ich wohl hin. Zieh den noch weg. Na, no, der stört glaube ich nicht, weil ich muss da nur zum Fass hin. Jo, das reicht schon. Ich glaube, ich muss gleich wieder nochmal zum See fahren.
Ja, ich glaube, einmal wirst du nicht hinkommen. Ja. Schauen wir mal eben. Das sind gerade 7.299 Liter. Gut, dann holen wir noch mal was. Aber schon mal gut, dass das Wasser kostenlos ist. Ja, das finde ich super. Bei manchen Karten bezahlst du ja immer Wasser. Ja. War das jetzt hier lang? Ich glaube, hier war es. Ne? Muss rechts vom Hof raus. Ja. Und da ist der See. Ah, hallo. Ich glaube, ich habe alles. Super, jetzt habe ich Fenster auf Pizza. Schuld ist Christian. Oha. Na toll. Hat er dich Hunger auf Pizza gemacht? Finde ich aber gut, dass das Wasser so kostenlos ist. Das finde ich gut. Aus dem Weg, Fußgänger. Du auch. Aus dem Weg. Hier kommen die Golden Bauern. Die Golden Bauern. Jetzt fahren wir hier raus. Wenn ihr WhatsApp schaut, wisst ihr warum. Okay. Na, ja, ich habe mein Handy jetzt gerade nicht in der Nähe. Ich habe mein Handy auf Stumm. Komm, muss aber gerade Wasser auffüllen. Das Gewächshaus. Oh, das ist ja eine Riesenpizza. Was? Jetzt muss ich auch mal gucken. Alter, 50 Nachrichten, ey. Ah, ne, also Sprachnachrichten kann ich leider nicht abhören gerade. Alter! Das ist ja eine riesen... Puh! Das ist eine Riesenpizza. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal Wasser auffülle, dann ist das Gewächshaus full. Dann kann ich für Detlef gucken, was wir als erstes wachsen wollen. Ja, ich denke mal auf jeden Fall Tomaten. Muss mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier so runterfahre, ob das auch klappt. Ist bei uns in der Pizzeria nur eine kleine Pizza mit 42 cm. Boah. Nur eine kleine. Was ist denn eine große Pizza? Will ich gar nicht wissen, ey. Wenn das nur eine kleine ist. Du kannst überall Wasser holen. Okay, wo hast du denn noch jetzt Wasser geholt? Ich hab einfach gleich einfach mal eben, wenn du von Hof kommst, gleich geradeaus eben da. Das ist eine große. Okay. Boah, Alter, das nicht. Also mit der Pizza, da würde ich für den 2 Tage von essen.
So, dann wäre ich jetzt mal gucken. Müsste jetzt voll werden. Das geht schon. Okay. Wow, voll die Tüte, krass. So, mach voll das Ding. Er ist full. So, ich mach das. Mach den Joskin jetzt erst nochmal voll. Aber bevor. Schau ich mal eben. Was wird. Ach, was will ich denn da? Da möchte ich hin. Tomatensalat oder Erdbeeren? Am besten einmal Erdbeeren. Und Tomaten und einmal Salat, würde ich sagen. Ne? Erdbeeren machen wir später. Yep. Aktivieren. Aktivieren. So. So, Detlef. Gewächshaus läuft, ne? Sehr schön. Lass dich, tu dir keinen Zwang an und mach deine Arbeit. Ich weiß, dass du Gewächshäuser super bedient und super in Betrieb Ich hab, ich hab den Tank gefüllt, ne? Okay. Für Diesel. Oh, war der leer? Ja. Jo, danke, Stefan. Jo, danke. Der war leer, jo. Hier, bist du gerade hier in der Nähe bei mir, dann siehst du, dass ich nur hier vorne schon bin. Ich fahre hier einfach hier runter. Warte. Jetzt komme ich nicht über die Mauer, ey. Jetzt bin ich zu schwach. Ist ja schwach. Bist du schwach? Schnapp den Snickers. Kann ich warten? Da kommt er. Ach da, ja. Ja, und ich drück einmal und dann er erfüllt. Ja, dann ist ja gut, wenn das geht. Aber so haben wir es. Genau. So haben wir es nicht weit. Fahren. Perfekt, genau. So, da haben wir den nämlich schon mal voll. Ich gehe Baum fahren. Kann ich den. Wo ist eigentlich unser Hund schon wieder hin? Der lübt irgendwo. Ah, der Hänger ist weg. Perfekt, weil da kann ich den Wasserhänger dahin packen. Ja, ich habe ihn umgestellt. Also ich habe den Hund Futter gegeben, aber keine Ahnung, der ist hier nirgends. Wo der schon wieder rumtreibt, ey. Der bestimmt wieder, eine Hündin. Wieder läufig hier Hündin und zacki zacki. Ja, Futter ist drin, aber keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Läuft. Der Bino. Läuft. Ähnlich. Mal gucken. Vielleicht kommt er beim nächsten Mal wieder. Mumuzelt. Okay. Wir haben Tomaten, Salat und Erdbeeren. Alles soll am Laufen. Gut. Wir können alle drei. Cool. Mist haben wir auch schon. Ein bisschen. So. Ja, siehst du, dann haben wir ja unser Soll heute erreicht, was wir wollten. Genau. Was? So. So, einmal den gauten Trecker hier rein. Oh, dann treffen wir uns gleich hinten auf der Bank. Oh, ja. Da hat uns ja was hingestellt. Genau. Da ist er. Ist schon aufgefressen. Aber erstmal hier die Toren hier. Die teuren. Bino kommt. Der Bino Toren. Kommt. Ah, Bino ist da. Da ist er ja, na. Sag mal, du Schringel, wo warst du schon wieder? Hast du wieder eine Hündin gefüllt? Oh, wir haben ja, ein frecher Hund, du. Also wir haben mal richtig viel aber gekriegt jetzt von Ballen. Ja. Nicht schlecht. Schlingel, ja. Das ist ein Schlingel.
Grillfleisch. Oh, kleine Schnäpsel steht hier. Oh, ein kleines Schnäpsel. Oh, Grillfleisch auch noch. Oh, cool. Grillfleisch ist auch da hier. Oh, lecker. Ah. Oh, sogar mit Gauten, dein Gauten-Nudelsalat ist sogar dabei. Ja, laut Uhrzeit Mittag. Genau. Mit Gauten-Nudelsalat. So ist es. So, ihr Lieben. Genau. Mit unserem Mittagessen hier, was uns Opa hingestellt hat, werden wir natürlich jetzt den Stream beenden, da der Flo morgen ja wieder arbeiten muss oder Frühdienst hat und sehr früh raus muss. Deswegen haben wir gesagt, machen wir heute keine Verlängerung. Genau. Wir bedanken uns ganz lieb fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit unseren geilen Familien Gutenberg. Heute waren nur live dabei die Oma, der Opa und der Detlef und natürlich der Werkstattmeister, der Rainer. Genau. Und die Sandra. Und die Sandra hatten wir einmal kurz gehört. Ansonsten war heute keiner leider dabei, wie gesagt. Wir bedanken uns ganz lieb fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wünschen euch jetzt eine schöne gute Nacht. Schlaft gut. Habt morgen einen schönen Freitag. Ich bedanke mich auch nochmal einmal ganz lieb hier ich weiß nicht, ob sie noch da ist oder ob es nicht. Einmal an die Jacqueline, also Weißer Tiger. Und natürlich an meinen Großen, den Stefan, dass ihr aufgepasst habt. Vielen, vielen Dank. Und natürlich bedanke ich mich natürlich wieder bei meinem Bro, dass er diese Folge wieder mit mir zusammen gemacht hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, mal gerne. Die nächste Folge kommt dann wieder erst nächste Woche Donnerstag, weil wir haben gesagt, wir werden das jetzt immer donnerstags machen, außer es kommt mal irgendwas dazwischen. Aber dann werdet ihr natürlich informiert. Genau. Morgen werde ich nachmittags auch wieder was streamen, weiß ich aber noch nicht was, und abends dann auch, weiß ich aber auch noch nicht noch was, weil Last of Us haben wir beschlossen, da ja Flo Samstag erst Zeit wieder hat, wollen wir Samstag Last of Us machen, weil er gerne wieder dabei sein möchte. Ansonsten bin ich jetzt raus, übergebe das Wort noch an den Flo kurz und sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dick, ciao, ciao. Genau, ich brauche ja nicht mehr viel sagen, ist ja fast alles gesagt. Bill, danke mir auch an meinen Aufpasser, einmal den Stefan, der noch richtig gut aufgepasst hat. Ja, dann habe ich und an meinen Bro Dirk, der auch noch nebenbei, hin und her geswitcht hat, nebenbei aufgepasst hat. Und an mein Schwesterchen, die am Anfang aufgepasst hat und dann halt technische Probleme hatte. Macht ja nichts. Und morgen gibt's dann wieder. Dafür habe ich es ja übernommen, genau. Hier nebenbei zu gucken. Morgen ist dann wieder ein Morgenabend, circa 19 Uhr, Resident Evil 6 mit Ada Wong und den Agent geht's wieder los. Mit dem Bro Chris und mir. Ich der Agent, er der, die Ada Wong, die Gauten Mappies. Da kann ich wieder auf den Popo gucken. Und Samstag ist dann wieder um 20:30 Uhr circa. The Last of Us Part 2, da seid ihr herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und wir sagen jetzt gute Nacht, kommt gut in den Tag hinein, in den Freitag. Lasst euch nicht stressen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es mit Familie Gutenberg-Teil weitergeht. Am nächsten Woche Donnerstag. Ja. Wir sagen dann tschüss. Tschüss. Ah, nicht Pause. Warte.